aus dem El Libertador begrüßen wir Sie heute. Herzlich willkommen. Und in der heutigen Partie heißt es FC Barcelona gegen Dynamo Dresden. Können Sie auch im heutigen Heimspiel wieder treffen? Zurzeit sind Sie die Mannschaft mit den meisten Toren ligaweit. Ja, aber gegen diesen Gegner heute wird es besonders schwer, glaube ich. Die haben ja nicht umsonst die beste Defensive. Der FC Barcelona baut auf ein besseres Ergebnis als bei dieser schmerzhaften Auswärtsniederlage, als es gegen den VfL Wolfsburg ging. Das 0:1 im letzten Spiel war unglücklich. Da ist heute mehr drin. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barça. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Und Barça eröffnet diese Partie. Benatelli. Toller Pass. Gefährlich. Ärgerlich, es gibt Abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Sergio Roberto. Vidal. Messi. Bei allen Erfolgen mit dem FC Barcelona in der argentinischen Nationalmannschaft sind die großen Erfolge... Da kommt der Pass. Und jetzt die Chance. Gehalten, aber der Ball weiter. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Gut gemacht. Den Treffer schauen wir uns gerne noch einmal an. Da ärgert sich der Torhüter und das ganz zu Recht. Er hält es gut, aber bei dem Anschluss keine Chance mehr. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Es gibt Einwurf. Linus Wahlqvist. Guter Pass. Den spielt er steil. Und jetzt der Lupfer. Noch ein Tor. Was für ein Lauf. Dieser Treffer ist auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung wert. Ich muss sagen, da haben sie ihren Keeper auch nicht unterstützt. Da musst du einfach den zweiten Ball verhindern. Jetzt steht es 2-0, das dürfte ihnen Ruhe geben.
Suarez. Rakitic jetzt am Ball. Nun Lionel Messi. Jetzt der Angriff von Barca. Ja, dazwischen gegangen. Ball von Messi kommt nicht an. Und Coutinho. Jetzt der Schuss von Messi. Jetzt vielleicht. Klasse dazwischen gegangen. Ball geklärt. Das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Hammerleinen. Sergio Busquets dazwischen. Sergio Roberto. Nun Busquets. Und das ist der Ballverlust. Klasse Pass. Und jetzt die Chance. Und Tor! Gab sicherlich schon schwierigere Aufgaben, aber egal, Hauptsache der Ball passt. Sie legen noch mal einen drauf. Ganz starker Auftritt von ihnen. Sie lassen einfach nicht nach. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Jetzt vielleicht. Er versucht's mit dem Heber. Guter Schuss, knapp vorbei am Tor. Da haben sie jetzt Platz. Gutes Tackling. Vidal. Ter Stegen. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Coutinho am Ball. Rakitic, Fehlpass. Nur Vidal. Vidal. Messi. Und jetzt Vidal. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Der Schuss von Suarez. Er versucht's, aber der Ball geht doch weit vorbei. Vidal. Messi. Lionel Messi ist wirklich ein überragender Fußballer, da gibt es keine zwei Meinungen. Der Argentinier kann ein Spiel ganz alleine entscheiden. Und damit natürlich, Wolf, völlig zu Recht beim FC Barcelona eine lebende Legende. Rekordtorschütze der Katalanen ist er ja schon. 2014 hat er sich diese Marke von Paulino Alcantara geholt. Und jetzt ist der Ball geklärt. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Müller. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Beruhigende Führung zur Pause. 3-0 ist der Spielstand nach 45 Minuten. Knapper Rückstand hier. Das hatten sie sich ganz anders vorgestellt. Waren ja zuletzt gut in Form, aber heute geht nichts zusammen.
Sie haben die erste Hälfte dominiert, ein einseitiges Resultat bis hierhin. Aber jetzt geht es in Durchgang 2. Weg ist der Ball. Gibt's jetzt die Torschance? Macht er ihn? Wenn er jetzt nochmal trifft, dann ist es ein Dreierpack. Hier hat es noch nicht geklappt, aber er wird noch seine Chancen bekommen. Und jetzt Coutinho. Die Flanke könnte zu Suarez kommen. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Und Piqué dazwischen. Ein Wechsel bahnt sich an beim FC Barcelona. So, der Wechsel also jetzt. Ernesto Valverde bringt einen frischen Mann. Richtig, Wolf. Ivan Rakitic geht. Das gibt einen Einwurf. Sergio Roberto. Jetzt Messi. Benatelli. So, gleich kommt hier wohl der Wechsel auf sein. Tolles Zuspiel. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Der Schiedsrichter fälscht den Ball ab. Kann passieren. Und nun Jordi Alba. Nun Coutinho. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Busquets. Er nimmt ihm den Ball ab. Jetzt. Da kommt die Flanke. Das war knapp. So, der Wechsel also jetzt. Ernesto Valverde bringt einen frischen Mann. Ja, Gerard Piqué geht raus. Ball bei Jordi Alba. Longley. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Es gibt hier Einwurf. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Barcelona will wechseln. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Ja, schwacher Ball hier. Umtiti. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Jordi Alba ist da hellwach. Flanke abgeblockt. Heute springt der Funke nicht von der Mannschaft auf die Fans über, Buschi, hör mal. Nee, ganz im Gegenteil. Durch die Leistung ist jegliche Euphorie hier im Stadion verflogen. Sie bekommen den Einwurf.
So, der Wechsel also jetzt. Ernesto Valverde bringt einen frischen Mann. Herr Wolf, Philippe Coutinho verlässt den Platz und Ousmane Dembélé kommt rein, der Dribbler. Und Vidal. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Jetzt haben sie den Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und er schießt. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Und da ist der Ball wieder weg. Schießt er ihn rein. Das war eine knappe Kiste, aber egal, sie liegen vorne. Vidal. Er überzeugt heute als Passgeber. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt die Flanke von Messi. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. Und da ist es vorbei, da kommt der Schlusspfiff. Eine einseitige Partie heute, fast ein bisschen langweilig. Der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung. Sehe ich auch so, sie haben dem Spiel den berühmt-berüchtigten Stempel aufgedrückt und der Gegner konnte damit nicht umgehen. Gegen so einen Gegner zu Null zu spielen, ist extrem stark und das klare Fundament für diesen verdienten Auswärtserfolg. Klasse Auswärtserfolg und heute haben sie das mal der Offensive zu verdanken. Sonst steht ja mehr die